an alle. Dem Verdächtigen wurde ein Van hinterhergeschickt. Keine Chance, dass er uns entkommt. Wovon redest du denn? Warum sollte sie dich anrufen? Keine Ahnung. Sie dachte, ich tausche sie gegen deine Schwester. Ist das nicht rührend? Ich finde es verdammt traurig. Hast dich wohl ausspielen lassen? Lass sie, Damien. Ich mein's ernst. Halt sie da raus. Schon vergessen? Wir sind keine Partner mehr. Alles ist möglich. Warum Damien? Warum hat sie ihn angerufen? Wo bist du, Clara? Na los. Mich ständig an. Okay, ich glaube, ich habe jetzt kurz das Mikrofon gemutet gehabt. Und schon wieder vergessen einzuschalten. So, okay, wir müssen jetzt Lily Clara suchen. Ja, ich verstehe, aber. Weil dieser Damien immer noch alles in der Hand hat. Und nicht mehr Niki. Jetzt Clara scheinbar. Wir markieren uns auf jeden Fall mal die Stelle und holen uns ein Auto. Oh, wir sind noch in der Mission. Also wir sind noch direkt in einer Mission, deswegen können wir uns gerade kein Fahrzeug holen, aber irgendwo steht doch bestimmt eins rum. Okay, also wie man vorhin gesehen hat, Helikopter ausschalten funktioniert auf jeden Fall schon mal super, allerdings nicht für zu lange. Das heißt, der Helikopter, die schalten halt den einfach irgendwann mit der Zeit dann wieder ein. Von dem her sollte man nicht zu viel Zeit verplempern. Ach komm, ich wollte den eigentlich noch ein bisschen besser als Sprungschanze nutzen hier. Aber okay. Okay, Quinn ist also tot. Jetzt letztendlich bleibt eigentlich nur noch Damien. Ist nur noch Damien und Bloom auch noch übrig. Die beiden machen uns noch Probleme. Vorrangig natürlich Damien, aber Bloom will uns auch haben. Sie wollen zumindest den Rächer haben, ob sie wissen, dass wir Aiden Pierce sind. Ist fraglich. Mal schauen. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, ist in welchem Akt sind wir denn gerade? Ah ja, noch Akt 4. Wir haben ja so 2 Missionen noch, oder? 7 von 8? 2 bis 3 Missionen haben wir noch. Je nachdem, ob wir jetzt in der 7. oder schon in der 8. Mission sind. Aber unser Ziel ist jetzt erstmal Clara finden. Und herausfinden, warum die Damien kontaktiert hat.
die hohle Nuss. Adrian, ein paar Wagen vom Club sind in deine Richtung unterwegs. Was hast du getan? Alter. So. Ah, wir sind im Friedhof. Entdeckung mit dir, Aiden. Dass die aber auch nicht checken, dass die keine Chance haben. So, einer noch, dann haben wir die Arschlöcher auch erledigt. So, Clara. Die hat also immer die Blumen mitgebracht. Hallo Aiden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Als ich dich das erste Mal sah, spieltest du mit Jackson Schach im Park. Ihr beiden wart sehr traurig nach der Beerdigung. Ich konnte sehen, wie sicher er sich bei dir fühlte. Verdammt, eine Leiche! Ich muss hier weg! In unserer Welt verstecken wir uns im Dunkel hinter Monitoren. Nur da fühlen wir uns sicher. Es reicht nicht zu sagen, dass ich nichts wusste, dass Leben auf dem Spiel standen oder dass es nur ein Job war. Ich dachte, wenn ich dir helfe zu heilen, Antworten zu finden, vielleicht würde ich mich auch heilen. Aber ich kann nicht. Hoffentlich können wir noch reden, wenn das alles vorbei ist. Oder wenn nicht, vielleicht kann ich verschwinden. Das kann ich sehr gut. Nein, nein! Was habe ich getan? Das habe ich Clara angetan. Und das alles läuft auf Erpressung hinaus. Ein 6 Jahre altes Mädchen stirbt, weil ein alter Mann seine Geheimnisse schützen will. Und Blum? Die können sagen, was sie wollen, aber ihre Hände sind blutig. Keine Geheimnisse mehr. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Du hast genug andere Sorgen. Sie ist tot. Oh, nein. Ach, Gott, verdammt. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sachen zu beenden. Echt wahr? Keiner hat die Eier.
Jawohl. Fahren wir zurück zu unserem Hauptquartier. Ich habe irgendwie so die Hoffnung gehabt, dass das waren ja im Endeffekt nur nicht tödliche Schüsse. Hier einmal links in die Schulter, rechts in die Schulter und so weiter und so fort. Aber irgendwie wäre er dann doch erwischt. Aber ich, so ein bisschen die Hoffnung habe ich noch, dass er doch lebt. Aber mal schauen, wie das letztendlich ausgeht. Wir fahren zurück in unser Hauptquartier. In den Bunker. Mist. Ja, du kannst von der Hupe schon runtergehen. Mich hat's umgehört, nicht dich. Voll, jetzt raucht es auch noch. Egal. Sollte reichen, um zum Bunker zurückzukommen. Ja, und an der ganzen Sache ist im Endeffekt Bloom schuld. Wir haben Damien unter Druck gesetzt, Damien hat dann dementsprechend gehandelt. Dass Damien uns so in den Rücken fällt, ist natürlich scheiße. Und deswegen würde ich sagen, Damien und Bloom müssen dran glauben. Mal sehen, was T-Bone noch zu sagen hat oder was er so rausgefunden hat vielleicht noch. Oh, Mist. Oh, sehr gut. Gut, dass da die Poller sind oder was das ist. Sonst wären wir jetzt eine Runde baden gegangen. Wir versuchen auf jeden Fall Clara zu rächen. Trotzdem verlierst du manchmal mit der Mission. Geh weiter. Persönlichkeiten schlagen. Sir Lucky Quinn ist tot. Quinn wurde seit Jahrzehnten verdächtigt, Verbindungen zum Chicago South Club zu unterhalten, aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Dinner in seinem 5-Sterne-Hotel, dem Merlot, an einem Herzen. Und im Radio war schon dran, die Meldung zu Quinn. Beziehungsweise zu Quinns Tod. Er hat offiziell einen Herzstillstand erlitten. Was natürlich auch stimmt irgendwo. Okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer am Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Dumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das
Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, ließen sich online gestellt von seinen Kunden an. Obwohl das Gesicht der Polizistin auf dem Handyvideo nicht erkennbar ist, sieht man ihre Dienstnummer. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Der CTOS. T-Bone. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet. Das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CTOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Du solltest eine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zu mir bist. Ich mach mich gern nützlich. Oh je, Damien. Und da vorne wird schon wieder geschossen auf uns. Schauen Sie sich Zugang zum zentralen CTOS-Gebäude. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall als nächstes hin. Wer schießt hier auf uns? Damien ist auf jeden Fall im CTOS drin und versucht uns richtig zu nerven. Von dem her sollten wir vor allem gefährliche Stollen meiden. Wie Dampfrohre und solche Sachen. Ja, zum Beispiel hier und. Ups, ja, gleich gesagt. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Blumen zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ja. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Übrigens, Aiden. Mach deinen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt's? Okay, na dann, Damien, wenn du Krieg willst, kannst du Krieg haben. Aber ich brauche wahrscheinlich zuerst mal ein neues Motorrad.